Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spiele ich wieder weiter mit Pokémon Schild und bin in Chichester beim Stadion und werde gegen die Eis-Pokémon kämpfen. So Leute, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir natürlich schon sofort damit an. Bin auch schon gespannt, was jetzt diese Kämpfe bringen, was für Rätsel davor herrscht. Mal sehen, ob ich sofort lösen kann. Mich extra noch darauf vorbereitet, habe jetzt ein weiteres Pokémon, das ihr gar nicht rechnet, was ich jetzt gerade hier habe. Das überrascht dann, was ich jetzt gleich einsetzen werde. So, was ist das für ein Gerät? Der Wünschelrute das. So. Mal gucken hier. Fallgrubendetektor, okay. Achso, da sind Löcher oder was, okay. Okay, dann los geht's. Okay. Da ein paar Kreise gesehen. Das wird wahrscheinlich der Dektor sein, der ausschlägt. Hier ist nichts. Hier schlägt wieder was aus. Hier hoch. Okay. Ja, so schwer ist es ja gar nicht. Ein bisschen aufpassen, wann diese Kreise kommen beim Detektor und dann fällt dir auch in kein Loch rein. So, schaut's her. Ein Prachtstück eines Pokémon. Sind richtig schön aufgelevelt. Die haben überhaupt keine Chance gegen mich. So, weg ist er vom Fenster. Allein schon, dass es ein Vorteil war. Und dass ich so ein hohes Level habe, macht es unmöglich, mich jetzt da zu besiegen, wenn es so weiter bleibt mit den Levels. Okay, schon vorbei. Ach, wie schade. Okay, jetzt schauen wir hier weiter. Wo geht denn der Weg entlang? Kann ich hier weiter? Da schlägt der Detektor aus. Hier nicht. Nee, da kann ich auch nicht entlang. Muss ich wohl links. Runter. Ist auch wieder ein Loch. Da anscheinend nicht. Okay. Und schon wieder ein Loch hier. Okay. Da ist auch wieder ein Loch. Okay. In die Luft rein zu sein. Okay, ja, jetzt ist wieder Kreis. Gut. Und war das schon alles, oder wie? Ach, da sind die ganzen Löcher, seht ihr? Geschafft. Geht's weiter? Schaut doch gut aus. Da ist hier ein Loch. Hier ist kein Loch. Hier ist auch ein Loch. Hier ist wieder ein Loch. So, bin da, Tante. Kämpfe mal gegen sie. So. Auf geht's.
Wieso ist in der Eisarena ein Austoss? Das ist eigentlich ein Wasser-Pokémon. Probiere ich mal was aus. War eine sehr starke Attacke. Die hat aber eine Nebenwirkung. Ich muss jetzt mal gucken, was da passiert. Ich bin komplett ausgebrannt, ja. Was ist dann? Ja gut, ich habe eh schon gewonnen. Alles ist egal. Gehen wir hier mal weiter. Noch ein Loch. Oh ne! Habe ich nicht aufgepasst. Ach so, wenn ich eh da bin. Ich will aber gegen den antreten hier. Da hier. Ich möchte nämlich ein bisschen mehr Geld einsammeln hier. Weil ich das Münzamulett schon oben habe, brauche ich auch ein bisschen mehr Kohle. Einfach wissen, wenn ich ausbrenne, was da passiert. Aber ob das überlebt, ist wieder das andere. Aber leider überlebt es bis jetzt keiner, darum weiß ich auch nicht, was als nächstes passiert. Ob ich denn nur aussetzen muss oder ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube, ich kann dann wahrscheinlich eine Runde lang nicht angreifen. Ja. Hier war ja schon mal ein bisschen. Oi. Oh ne. Gut, dann gehe ich halt hier entlang. Halt hier entlang. Die Löcher sind da. Ich habe überall ein Loch hier. Was soll ich denn machen hier? Gut, geschafft. Zeig mir die Löcher. Oh nee, wie soll ich denn das sehen? Das ist ja toll, da sehe ich den Detektor gar nicht. Ah doch, man erkennt es. Nein! Oh, nee! Uiuiui. Ja, wie soll ich denn jetzt entlang? Hier rechts herum. Überall dein Loch ist. Wer redet da mit mir? Immer mit der Ruhe? Der Pokémon oder was? Hier.
Noch mal da entlang. Das ist hier. Okay, den hatte ich noch nicht als Gegner. Wollen wir nochmal ausbrennen hier? Jetzt überlebt hier keiner. Gespannt. Bin ich hier. Nicht sehen. Ich denke einfach immer, das, was am weitesten weg ist, das wird der richtige Weg sein. Bis jetzt war es die ganze Zeit so, was denn da. Uiuiui. Sehe nichts. Wirklich gut aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Ganz vorsichtig. Sehr schön. Kein Nebel mehr da. Mal sehr langsam und vorsichtig vorgehen, dass auch kein Loch ist. So. War schon ein bisschen schwieriger. So, Pokémon ein bisschen die AP wieder zurück heilen. Diese Beere liebe ich, Yonago-Beere. Die bringt nämlich die AP wieder. Und dann braucht ihr keine Items verschwenden. So, sieht man Arena-Leiter. Sehr gut. Ist Yona abgeschlossen, kann man ein bisschen Wasser trinken, bis es lädt. Okay, los geht's in den Kampf. Kann man ein Fahrrad hier nehmen? Nein, kann man nicht. Jetzt muss ich ein ganzes Stück laufen. Mal gespannt, ob die nur Eis-Pokémon hat oder wieder Wasser-Pokémon, weil das würde mich richtig nerven. So. Richtig gespannt bin ich jetzt. Kein Eis, Käfer. Das Käferchen haben wir ja gleich hier.
Beim Käferchen reicht es einfach mal. Was machen wir da wieder? Es hagelt oder was? Okay. Gott sei Dank bin ich auch so ein hohes Level. Deswegen immer wieder Vorteile. Nochmal Level aufgestiegen. Sehr gut. Noch mehr Angriffskräfte. Das wäre ein Schneemann irgendwie. Ging halt schnell, wenn man immer weiß, welches Element man eigentlich einsetzen muss. Da hat man eigentlich keine großen Probleme. Das sieht echt merkwürdig aus. Ein Pinguin mit einem Eiswürfelschädel. Erinnert mir ein bisschen an Minecraft. Wollen wir jetzt mal ausbrennen. Da ist mich ausgebrannt. Oh nee. Lapras. Das ist ein bisschen gefährlich. Da brauche ich wirklich ein Elektro-Pokémon. Lapras darf man nicht unterschätzen. Also wird jetzt mal ein bisschen groß gemacht. Das ist ein stärkerer Angriff, weil ich mir sicher bin, dass der Lapras jetzt auch größer wird. Das ist ja cool. Lapras mit ein bisschen anderer, neuer Form hier. So, einmal noch und weg ist er.
Gewonnen! So. Jetzt haben wir das mal. Ich bringe einen Orden. Eisturm. Okay, gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kompletter Kampf. Da könnt ihr mich gerne liken. Und wenn ihr noch viel mehr von Pokémon Schwert und Schild sehen wollt, dann könnt ihr natürlich mich gerne abonnieren. Ich werde auf jeden Fall 100% geben und auch 100% von dem Spiel präsentieren. Und darum könnt ihr auf der sicheren Seite sein, dass ihr hier nichts verpassen werdet. Okay, Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.